Hallo, liebe Zuschauer, Super Mario Bros. Auf dem Pico 8. Es ist wirklich wahr, ein weiteres Remake. Wir haben ja schon mal Wolfenstein gespielt. Das sah schon richtig gut aus. Und jetzt hat sich jemand dran gemacht und hat Super Mario Bros. Halt fürs Pico 8 entworfen. Vier Level sind dabei und es spielt sich praktisch wirklich wie das Original. Wir gehen mal direkt rein. Unten seht ihr dann in den Links auch die Videobeschreibung. In der Videobeschreibung seht ihr die Links zu dem Spiel, genau. Denn ihr braucht ja den Pico 8 nicht selbst. Ihr könnt ja auch, wenn ihr möchtet, das Spiel online spielen. Und das solltet ihr vielleicht relativ schnell tun, denn man kennt ja Nintendo und wenn da irgendwelche Fans irgendwas machen, dann gehen die ja gerne hin und löschen das Internet. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich. Ich bin einfach nur erstaunt davon, was oder so, was der Pico 8 wirklich in der Lage ist. Es ist unglaublich. Die Musik stimmt, das Gameplay stimmt. Der rutscht auch immer so ein bisschen nach. Genau wie im Original. Wenn man stehen bleibt, dann läuft er immer noch so einen halben Schritt. Wie im Original. Also großartig. Ganz großartig. Und das auf dem Pico 8. Diese kleine virtuelle Konsole, dass die dazu in der Lage ist. Ja, aber da sieht man dann auch, was in Zukunft noch im Pico 8 drinsteckt. Das könnte tatsächlich irgendwann mal. Ja gut, es gibt ja schon den Pico 8 als Handheld. Der Mr. Venom hat den ja, glaube ich, sich geholt. Aus Kanada, aus USA importiert. Ich weiß es jetzt nicht genau. Und ja, vielleicht wird das irgendwann mal wirklich ein marktreifes Ding. Ja, wir noch haben da oben. Zack, zack. Ja, und es spielt sich allerdings ein bisschen leichter, muss ich sagen. Ich bin bisher jetzt weder in dieser Aufnahme noch in der Probeaufnahme gestorben. Normalerweise, wenn ich sowas sage, sterbe ich. Aber tatsächlich, bisher noch nichts passiert. Jetzt kommt auch schon das Levelende, ne, oder? Und... Ah, Mist. Schade. Naja gut, er bleibt jetzt nicht an der Stange hängen. Das macht er, glaube ich, im Original und rutscht da runter. Aber ansonsten ist doch fantastisch, oder? Was der Pico 8 kann, das ist Wahnsinn. Hier geht's direkt ein bisschen schneller zur Sache. Weiß jetzt gar nicht, ob es... Oh, hier kann man ja da oben lang gehen oder so, ne? Wo war das doch irgendwie? Naja, glaube ich. Irgendwie kann man hier eine Abkürzung nehmen. Uah! Jetzt wäre ich beinahe draufgegangen. Hier durch? Na ja, zumindest kann mich der den Taler holen. Ja, wie gesagt, probiert es mal selbst aus, selbst wenn ihr den Pico 8 nicht habt. Einfach unten in die Videobeschreibung gucken. Da ist der Link drin und dann könnt ihr das auch im Browser zocken. Dann leider allerdings nicht mit Gamepad, so wie ich es jetzt mache. Aber über Tastatur geht das ja. Ansonsten, ja, was bleibt einem nur zu sagen? Das ist immer wieder großartig. Einfach nur großartig. Boah, hallo? Spring da rüber! Los, du Klempner! Ja, dann halt nicht. Scheiß auf die. Nein! Nein, 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 nein! Oh Gott, jetzt ist Mario ganz klein und ich kann nicht mehr schießen. Kannst du jetzt wenigstens da hoch? War das im Original auch so? Dass er noch kleiner als klein wird? Oh je. Okay, der Todessound, der fehlt. Naja, was soll's. Nein, nein! Ah, wenn ich einmal erwischt wurde, dann ist echt... Dann ist Zappenduster, dann ist der Wurm drin, sozusagen. Ah. Na bitte, das sieht doch gleich viel besser aus. Und jetzt bitte nochmal eine Feuerblume. Ja. Ansonsten, wer Interesse daran hat, wie zu sehen, wie ich Super Mario spiele, das kann er gerne tun. Ich habe die beiden großartigen... Oh, wie kann man Punkte farmen? Ja, Highscore-Challenge lasse ich jetzt erstmal 3 Stunden laufen. Haha, gewinne ich auf jeden Fall. Okay. Gehen wir hier auch irgendwie weiter? Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Was wollte ich sagen? Genau. Die beiden Gameboy-Teile habe ich ja gezockt. Wunderbare, großartige Spiele. Wer da Interesse hat. Und jetzt vielleicht neu auf meinem Kanal ist, man weiß es ja nicht. Der ist herzlich eingeladen. Mein Gott, ist die Schildkröte da lahmarschig. Ist herzlich eingeladen, sich die Let's Plays anzugucken. Ansonsten ja, Super Mario Bros. Auf dem Pico 8. Die Feuerblume. Da ist sie. Wunderbar. Ich kann immer nur wieder staunen, was da immer wieder Tolles, Neues für den Pico 8 rauskommt. Oh, nein, ach ja, dann verliere ich die Feuerblume, genau. Hm. Naja, gut, lassen wir es an der Stelle auch gut sein. Ich versuche nochmal hier rüber zu kommen über die fleischfressenden Pflanzen. Naja, zumindest das habe ich geschafft. Ja, Pico 8, schaut es euch einfach an. Geiles Teil.
Wie gesagt, wenn ihr Pico 8 nicht selbst habt, könnt ihr ihn auch online zocken. Einfach unten in die Videobeschreibung gucken und dann mal selbst zocken. Genau. Gut, lassen wir es sagen an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war nur ein kurzes Video. Pico 8 mit Super Mario Bros. Einfach unglaublich phänomenal. Genial. Ich mag sowas. Total toll. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.